Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns einen Reaction-Vorschlag an. MC Drachenlord, verdammte Arschlöcher, Haterweb, Musikvideo. Ich muss immer wieder dazu sagen, also Drachenlord ist ja eine Person für sich, ne? Darüber braucht man einfach nicht reden. Und mit seinen Sprüchen und sowas hat er einfach seinen Hate verdient, ne? Auch wenn er selber nicht einsieht, ist es einfach so. Obwohl ich wirklich Haten und sowas total bescheuert finde, aber bei ihm, er hat seinen Hate einfach verdient. Punkt aus Ende. Und ich finde das immer so mega krass, wie kreativ aber durch Drachenlord viele andere YouTuber geworden sind. Also was sie für kreative Projekte rausgebracht haben, finde ich so enorm geil. Ja, und wir gucken jetzt einfach mal das Video an. Genau so ist es. Erstmal hier der erste Diss. Ah, geil. Ah, wo der hier sein Video gemacht hat mit Rainer mit AI, ganz wichtig. Erstmal das A mit dem E ausgetauscht. Der erste Diss. Komplette Zusammenfassung etc. Ich bin das Original, ich hab damit angefangen. Habe noch gegessen, da wart ihr schon auf der Hantelbank. Jeder macht jetzt ein auf Erdbärchen. Doch mich zu verarschen, boah, ist mein Gewicht. Boah, Alter. Oh, ey, mir tut das Anwesen halt so leid, ne? Man kann halt mit den Anwesen nichts mehr machen. Wenn Drachenlord irgendwann das Anwesen verkaufen müsste, müsste man eigentlich alle Häuser abreißen. Weil die kann man einfach nicht mal renovieren, das bringt bei den Häusern nichts mehr, ne? Seine Wohnung hier schimmelt ja von innen schon. Man müsste eigentlich alles abreißen und wirklich nur die Fläche verkaufen, ne? Das sieht so aus. Oh, krass, ey. Oh, scheiße. Oh. Dürfte schwer werden, jeder macht jetzt auf Dorian und kann bald wieder gehen, denn mein Cousin ist Anwalt. Hater wollen stören und haben auf meine Schwester gewichst, doch ich hab schon vor Jahren auf meine Schwester gewichst. Ah. Boah, ja, ihr hat ja, ich glaube an den Tag hat er hier der Rainer gestreamt und hat er gesagt, die haben eine Bombe reingeschmeißt. An dich halt so geil. Und diese Drachenlady wird geknallt und ich pump ihr meine Breitsamer in den Hals. Ätzel als Schluss, meine Hater sind wie ISIS, werfen auf mich Bomben, aber nein, ich knie. Boah, das sieht er sieht hier so voll aus, als er, wenn ich alles irgendwie hier also so eine Mauer wäre. Hierhinter wäre so Mexiko oder sowas, ne? Und die Leute wollen hier durch, was eigentlich falsch ist, ne? Weil die Leute wollen ja immer aus Mexiko raus, aber so, nee, du kommst hier nicht in Mexiko rein, das ist mein Mexiko! Denn die Drachis bleiben unbesiegt. Wenn ich schlafe, träume ich oft von Ungesklied, ungeliebt von meiner Mom und bin wütend drauf. Kommt doch her und ich schmeiß euch die Prügel raus. Ich guck aus dem Autofenster. Geh ins Internet, da sind. Mach den Fernseher an. Ich komme auf alles, Hauptsache es hat Löcher. Geh ich auf die Straße. Die ganze Rap-Szene sind überall, wo ich bin. Ich komme auf alles, Hauptsache es hat Löcher. Ramona, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Geil. Wenn jemand meint, der kann meine Familie beleidigen oder irgendwie meint, jemanden fertig zu machen, ja, der nichts damit zu tun hat mit dieser Scheiße, ja, dann soll er herkommen. Ich schmeiß ihm so die Prügel raus, dass der nie wieder aufsteht. Ich hab keine Angst vor euch, kleinen Pisser. Und wenn jemand meint, das passiert halt, ne, wenn man die Schwester mit einer PC-Computerstimme anruft, ne, da wird halt, der Bruder wütend, ne. Weil, dass ich nichts kann, nur weil ich dick bin und weil ich bei der Kaschbar bin. Der Kaschbar kommt. Ich sag euch was, die Mächler sind wesentlich stärker als billige kleine Kummer. Trauma, ich komm zu mir und mach mich weg. Wenn ihr meint, aber lasst andere Leute raus. Das ist hier so geil. Meine Schwester hat es einfach, meine Familie.
Familie, an der Freunde oder gerne an irgendjemand, wenn ich wieder lebe. Ich prüge die Scheiße vor und im Haus, aber nie wieder aufstehen. Und ich schwöre euch, ihr habt keine Chance. Da muss man halt beitragen. Oh, Alter. Oh, geil. Ich fand das Video mega cool. Ich fand das Video richtig, richtig. Aber der Rap war auch richtig, richtig, richtig gut. Also, ne? Drachenlady wird geknallt. Und ich bin also, meine Breitsamer in den Hals. Etzelein. Kann man sich definitiv geben, ne? Also. Kann man sich, ne? Das vor der Arbeit immer im Auto gönnt, ne? Ist man besser gelaunt, ne? Da weiß man, okay, sein Leben läuft besser als sein Leben. Ich habe damals einmal kennengelernt, wo ich meine scheiß Phase hatte, und da hat er so zu mir so gesagt, egal wie scheiße dein Leben ist, guck Drachenlord an und danach geht's dir besser. Und so ist es halt. So ist es halt wirklich, ne? Man muss sich, wenn man so eine übel scheiß Phase mal hat, ne? Muss man sich einfach so ein paar Videos von Drachenlord angucken und dann weiß man, okay, ja, eigentlich geht's mir doch ganz gut, ne? Also, ich habe zwar jetzt meinen Arm verloren, aber eigentlich geht's mir doch ganz gut. Ich muss sagen, also der Rap war mega geil und halt das Video richtig gut geschnitten. Ja. Naja, gut, also man sollte sich gegen Drachenlord auch nicht wirklich so anlegen, ne? Der kann ja 6 verschiedene Kampfsportarten, ne? Der hat ja auch schon angedroht, jemanden einen Roundhouse-Kick so derbe in die Fresse zu geben, dass er für immer liegen bleibt. wo ich das so gehört habe, wo ich mir das so angehört habe, ich musste so lachen. Ich musste so feiern, ey. Ich fand das so geil, wo der das gesagt hat. Ah, schön. Naja. Also, das Video war geil. Rap auch mega, mega cool. Das Bild ist halt auch so geil. Ah, schön, ey. Müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Seht ihr das Auto so wirklich? Seht den Typen so, und dann kommt er so raus und seht halt, wie dick der ist, ne? Allein schon deshalb, so ein kleines Auto. Das hatte ich übrigens auf Arbeit bei uns. Haben wir in der Nähe so einen Porsche-Liebhaber und der hat eine kräftigere Frau. Das sieht halt immer, ist ja nicht schlimm, ne? Also, ne? Isst halt sehr viel, sehr gerne mal 5 Kilo Schokolade abends. Und wo diese aus dem Porsche rausgestiegen ist, da musste ich erstmal lachen, weil die erstmal nie rausgekommen ist. Na, wo sie draußen war, dann habe ich erstmal so gedacht, ui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 , dass das Auto das aushält. Respekt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, schickt mir einfach mehr Vorschläge und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!